Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Necropolis. Ich bin euer Cookie. Vier Ringe, den Talenkönigen hoch im Licht. Acht, den Dvaral herrschern in ihren Hallen so orange. Denn, welches Wort reimt sich eigentlich auf orange? Keine Ahnung. Aber das letzte Mal waren wir hier. Genau hier haben wir aufgehört. Und wir haben jetzt unseren Spaß, indem wir weiterkämpfen. Ich bin echt gespannt, ob es laufen wird oder nicht. Da ist ja schon einer dieser hässlichen Kollegen. Oh mein Gott, was ist das denn im Hintergrund? Weißt du, mal auf? Nein. Prügelt euch doch einfach selber tot. Ich wäre so glücklich, wenn ihr das tun würdet. Au. Nein, raste nicht auf. Oh, deine ganze. Ach, du Heiliger. Mutter Gottes. Schnell trinken. Ne, ich will dich. Hörst du auf, du Punk, du. Ja, prügel auf deine Kollegin ein. Alter Verwalter. Come on. Gott sei Dank haben wir ganz schwer, sonst würde es echt übel um uns aussehen. Da kommt schon der nächste Kollege. Stehlende Ration nehmen wir gerne. Yo, wie geht's dir? Geht's dir gut? Danke fürs Ausrüsten. Du hast coole Dorn, aber das war's auch mit dir. Ich habe keine Angst vor euch. Yo, Punk. Let's get it on. Ready to rumble? Ja, ich an deiner Stelle hätte auch Angst. Oh, vielleicht sollte ich auch noch nicht so überheblich werden. Mann, ihr kleinen Säcke, haut einfach ab, lasst mich in Ruhe. Alter. Krasser Shit hat der mir gezogen. Alter. Das können wir so nicht weitermachen. Und nochmal einen Arkanapfel futtern. Das ist mir einfach zu. Ja, was denn? Hast du Angst? Komm. Ja, los. Komm doch. Auch nicht du, Schnecke, Magier. Ja, hast du vollkommen recht. Trank der Vitalität. Und du, mein Kleiner? Das klappt irgendwie nicht. Schade. Aber wir gucken jetzt erstmal hier überall rum. Vielleicht gibt es ja hier eine Kiste oder so. Das sieht ja aus wie ein Geheimgang. Ist es aber nicht. Was soll ich doch nur tun? Was soll ich nur tun? Falls ich in dieser Aufnahme ein bisschen komisch klinge oder lauter als sonst. Ich habe mal was geändert. Was mir vorher nicht aufgefallen ist. So doof es klingt. Oh, das Ball. Wie gern würde ich dich nehmen. Mein kleiner Freund, aber leider wird das nichts. Lauf nicht weg, denn ich brauch das Geld. Lauf nicht weg. Er hat nur so ein Kackschwert gedroppt, okay. Nächste Passage. Wie gesehen. Kommt her, meine Freunde. Jo, voll nett von dir. Wie kann es sein? Ja, kämpft ihr mal gegeneinander, ich finde das gut. Ich jump mal hier hoch. Ich jumpe hier hoch. Emily, die Leitbringerin. Sie hat einen neuen Titel natürlich gekriegt seit der letzten Folge. Habt ihr ja mitgekriegt. Oh, warum ist der denn jetzt zum Moloch geworden? Wo geht's hier lang, Alter? Okay, er hat, glaube ich, den Typen umgebracht. Wie kommst denn du hier hoch, Kleiner? Dö. Wow. Weißt du was? Stirb doch einfach. Warum ist der denn jetzt nicht gewone-shottet worden wie die anderen Kollegen von ihm? Das ist auch manchmal echt ein bisschen random. Kann das sein? Ja. Ich finde das voll nett und so, dass du das tust. Und dass du deine Freunde rufen willst. Aber ich mag das nicht. Ernsthaft? Ich habe dir nichts getan. Und du willst mich sofort angreifen. Kleine
Alter, ist das hier ein Kampf gewesen? Oh ja, Baby. Oh, hier der Kollege rastet aus. Ich finde seine Ausrüstung immer noch geil. Ja. Das war wieder einfacher als erwartet. Ich hatte eigentlich so richtig Hardcore-Kampf um Leben und Tod erwartet. Deswegen hatte ich das in der letzten Folge da gecuttet. Aha. Voll daneben. Mann, ich will doch nur treffen. So schwer war das doch jetzt nicht. Das habe ich übersehen. Hm, an sich ist hier nichts mehr, oder? Ist da vielleicht oben was? Einfach mal nachgucken. Hm. Sieht aber nicht aus, als wäre eine Kiste drin. Wir laufen trotzdem mal hier lang. Einfach nur zur Sicherheit und mal zu gucken, wo es hier noch so lang geht. Vielleicht gibt es hier hinten noch was. Wenn ich hier runterfall, war es das mit mir? Das lassen wir doch mal lieber. Tralalala. Hm, warum habe ich gerade den Song so von Doremi im Kopf? Du. Supercalifragisch. Expialligetisch. Jo, ernsthaft? Und dahin sind auch noch deine ganzen Kollegen. Ha, man hat's nicht leicht in der Nekropolis. Man muss sich echt durcharbeiten. Hier. Ja, ja, du und dein... Das ist so widerlich, das Vieh. Das ist einfach nur widerlich. Ja, kommt doch ran hier. Hä? Es lässt sich nicht attackieren. Alter, es ist unbesiegbar. Das können wir aber ändern. Ja, aggressiven kleinen Hunde sterbt mit einem Schlag. Geht doch. So schwer war das doch nicht. Sterbt einfach für mich. Dann können wir auch Freunde sein. Ey, irgendwann. Irgendwann. Ich guck mal gerade, was ich craften kann. Hm. Etwas Trinkbares herstellen. Er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Das ist voll nett von dir und so, ja. Ganz ehrlich, ich mag dich nicht. Und das werde ich nie tun. Komm her. Ja, Rasse. Aua, Alter, was hast du denn für einen Ausbruch, Alter? Unverschämt, diese Leute hier. Weißt du, prügeln drauf ein, hören nicht auf, schmeißen einen Tantrum. Ach, ich weiß schon gar nicht mehr, was mich noch erwarten wird. Die haben Gertruds Mörder umgebracht. Er rastet nämlich aus. Danke, 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 danke. Voll nett von euch. Komm her. Jetzt habe ich mal was Besonderes für euch. Wow. Komm, Double. Nein, es ist kein Double. Alter, machen die Damage, diese Haie. Na gut, vielleicht habe ich auch einfach keine, habe ich nur so eine Paper-Rüstung an. Aber trotzdem, meine Herren. Eieieiei, Jesus Christ. Komm, also was Gutes für mich. Was ist denn? Dämonenschrüstung immun gegen das Feuer der Hölle ist nur, was daraus geboren wird. Oder zumindest tut es nicht ganz so doll weh. Alter Verwalter, da mache ich nochmal Druck. Alter, sieht das geil aus. Sieht das geil aus. Ah. Das ist jetzt natürlich schwer. Ich laufe mal gerade hier mit rum. Vielleicht gibt es hier noch ein Monster oder so. Was mir dann so bestätigen kann. Wenn es nicht sofort sterben würde. Ob diese Rüstung überhaupt was bringen würde. Weil bis jetzt hat uns unsere Lifestyle-Rüstung echt viel gebracht. Das kann ich nicht anders sagen. Okay. Danke. Aha, hier geht's irgendwo nicht lang. Hm. Sind wir etwa hier fertig? Scheint traurigerweise so zu sein.
Die sieht so gut aus, diese Rüstung. Guckt euch das an. Ah, ich will nach Style Factor gehen, aber ich weiß es nicht. Ich wurde bereits gesegnet. Warum wurde ich die ganze Zeit gesegnet? Bin ich immer noch in derselben Ebene? Alter Perverser, bist du hier? Nope, ist er nicht. Immer dieses Rumgesuche mit ihm. Er scheint schon echt orientierungslos zu sein. Ich will mehr HP und ich will mehr Segen. Die eine Rüstung, ich muss mal gleich gucken, ist die eine Rüstung Stufe 2 oder Stufe 3? Je nachdem, weil umso höher die Rüstung, umso besser. Natürlich. Ich glaube, ich bleibe einfach bei der hier. Ich werde es sicherlich irgendwann bereuen. Aber gerade, die sieht zu gut aus. Ich bleibe hierbei einfach. Ey, du Knorke-Typ, wo bist du? Kann doch nicht sein. Hockst du wieder in der Ecke? Nee. Habe ich dich übersehen? Nein, oder? Rein theoretisch sollte ich dich nicht übersehen haben. Aber so wie es aussieht, tat ich dies oder du existierst hier in diesem Niveau gar nicht. Also in diesem Level. Hm. Ich hab dich auch nicht irgendwie hecheln hören, wie sonst immer dies. Hm. It's very strange. Ah, wenn ich strange sag, denke ich mal an Dr. Strange. Super Film. Habt ihr noch nicht gesehen? Seht ihn euch an. Er lohnt sich. Er lohnt sich. Er lohnt sich. Sowas von. Alter Perverse ist nicht da. Erstmal Croft mal in Ruhe. Weil es wird dort unten vielleicht ein bisschen schwerer. Kennt ihr Belim, die Spinne? Sie ging auch diesen Weg entlang. Aber dann, naja, das könnt ihr ja selbst herausfinden. Sind wir jetzt Level 7? Mann, wir sehen so badass aus. Wir sehen so badass aus. Was, wenn der Ausgang irgendwo ganz oben an der Spitze ist, wäre das ungerecht? Oh hey, neuer Level. Oh. Dann machen wir das falsch. Naja. Passiert. Komme ich mit klar. Ganz ehrlich. Wir sehen epic aus und haben irgendwie eine Feuerbirne. Aber Mann, sieht das Equipment gut aus. Wir sehen jetzt richtig schnieke aus. Jungle? What in God's fuck motherfucking name are we? Yo, was ist das denn für ein Level, Alter? Yo. Oh no, 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 no. Au. Mann. Hör dir jetzt auf. Stirb einfach. Okay? Es ist nicht schwer. Stirb und ich bin glücklich. Und du wirst auch glücklich sein. Und der Huhn hat sich auch schon lange nicht mehr blicken lassen, ne? Der alte Karl hier. Ja, natürlich trinken wir jetzt den unbekannten Trank. Ich fühle mich unerschütterlich. Finde ich gut. Voll daneben, Alter. Habt ihr nicht gesehen. Bleib stehen. Diese liebevollen Wesen. Was ist da hinten für ein Minion? Killer-Golems? Und wow. Das ist die Treppe des Erfolgs für viele. Sie fangen an und hören, gehen da nicht mehr weiter. Oh, man könnte da irgendwie hochjumpen. Hätte ich Double Jump oder so, dann wäre das was. Aber so klappt das nicht. Hm. Schade. Aber vielleicht gibt es ja noch einen anderen Weg. Oh ja. Ich töte dich. Was hast du denn jetzt schon wieder dabei? Ein unbekannter Trank. Gönnen wir uns gleich. Ich fühle mich unsichtbar. Cool. Also rein theoretisch wissen sie gar nicht, dass ich komme. Wie unfair.
Oh, ja, ja. Aber die sehen... Alter, der schießt Laser. Der schießt Laser. Das ist unfair. Das ist richtig unfair. Verreck einfach. Geh ich in eine Fer... Boah, was wie asozial. Alter, Kleiner. Wow, 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 wow. Brutus, aus. Brutus, nein. Ich habe ausgesagt. Alalala. Ja. I gonna fly high. Ja, mach mal. Prügelt alle auf euch ein. Ich kümmere mich um den Rest. Mann, Brutus, deine Kollegen gehen mir richtig auf den Sack. Ach du heilige Scheiße, was sind das denn für welche? Mama mia. Wow. Kawabanga. Alter. Wo ist es? Trank der Vitalität. Das war mir ein bisschen jetzt zu krass. Alter, sind die gerade abgegangen. Wir haben es gerade noch so geschafft. Wow. Wow. Ich hätte nicht erwartet, dass dieser Level so schwer sein wird. Aber das gefällt mir gerade. Komm her, Kollege. Deine Klinge gefällt mir. Verrecke einfach. Verrecke, komm. Ja, du und dein kacke Eis, weißt du? Hier. Das klappt leider nicht so, wie ich will. Hammer der Zeit. Junge, Junge, Junge. Damit habe ich solche Probleme gehabt. Und gut, die zwei Schweine, die da oben gerade eben waren, das war ja echt unverschämt. Oh, ho, 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 ho. Wir haben es gerade noch so gepackt. Hat er seinen Kollegen hier umgebracht? Ich höre Fledermäuse. Okay. Alter, wie viele Ratten gibt's denn hier? Aha. Korean Style, come on. Mokko, mokko, mo. Versteckst du dich da, du Ratte? Oi, 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 oi. Alter. Ich brauche mehr Ausdauer. Ich weiß, was du vorhast. Au. Was für ein kleiner Pimmel. Der klaut mir hier alles. Richtig hier. Also ich wollte jetzt gerade ein Klischee erfüllen, so. Aber das könnt ihr ja auch gerade selber machen, ne? Hm. Hey. Brutus. Ich habe nicht dir erlaubt, auf meinen Kopf rumzulungern. Das hast du nun davon. Alter, was ist das für ein Level? Fight me. Oh. You are worthy. You are a worthier opponent. No! No, no, no. Nicht schummeln. Das ist äußerst ungesund. Glaube mir, ich wollte nicht schummeln. Der Huhn? Nein. Nicht hier? Sehr unglücklich. Was hast du mir hier für mich im Angebot? Es jagt mich. Es jagt dich. Öffnen wir jede Kiste und gucken, was dort drin ist. Tralalalala. Lalalalala. Na, was hast du für mich? Eine Waffe?
Ja, hasse. Was ist das für eine Waffe? Abraxas Stab des Gleichgewichts. Mann. Abraxas Stab des Gleichgewichts. Ein Stab voller Arcana-Macht, mit dem man nicht umfällt. Uhrwerk-Ritter, die sich von Arcana-Energie ernähren, stehen auf solche Waffen. Sounds very interesting. Ich bin auch nur fast sicher, dass dies Wasser ist. Oh, ich bin drunter mehr. Ich fühle mich unsterblich. Ich fühle mich steinig. Aha. Ja, komm her. Bin ich ja eine Unverschämtheit, dass ich Viecher klauen. Fühlt sich wie Guss im Gummi an. Komm, wo ist der Gummitrank? Ich fühle mich stählernd. Rezept eines unbekannten Trankes. Super. Schriftrolle der Identifikation. Mortens Leichtfuß springt viermal so hoch und doppelt so weit wie ein normaler Abenteurer. Jetzt mit Kirschgeschmack. Klingt ja nett. Wir haben jetzt nichts Besonderes gekriegt. Was ich sehr schade finde. Au. Alter! Ihr kleinen Pisser! Don't you dare. Meine stählerne Ration klauen. Du kleine Wichser. Entschuldigt für meine Worte, aber ich kann nicht anders. Das geht ja mal gar nicht. Niemand klaut mir mein Essen. Ne. Ne, ne, ne. Hätte er gefragt, ey, kann ich mal was abhaben oder so, ne? Eine Sache. Aber das ist eine Sauerei. Euer Tod wird der Nekropolis dienen. Ihr werdet ein ausgezeichnetes Düngemittel abgeben. Ernsthaft. Don't you dare, stählerne Ration. Ey, diese ganzen Ratten, ne? Ah. Das Level kotzt mich jetzt schon an. Ich habe keine anderen Worte dafür. Und jetzt haben wir auch wieder Mr. Lasermann. Und dazu nicht nur einen. Mann, kann ja auch mal aufhören. Ja, kommt doch her. Mann, töte es einfach. Einer von euch ist schon nervig genug. Dass er sowieso die ganze Stamina hat, das zu machen, ne? Ist ja auch schon bescheuert. Ich kann es schon nicht mal mehr anders sagen. Hey, ihr Laserteile. Au. Au. Hört ihr mal au. Alles klar. So wollt ihr also spielen. Krasse Scheiße. Ja, ja, ihr rastet aber auch geradeaus, Alter. Diese Mistviecher, ne? Das mit den anderen da gerade, glaube ich, mein gefühlt Liebling. Seit jeher haben die Fans sich den Vorfahren des mächtigen Abraxas erklärt. Ein wenig scheinheilig hat noch keinen geschadet. Ein wenig Scheinheiligkeit. Dieses Buch des ersten Jahres soll der Baby wieder bewacht. Leckt mich doch. Das haben wir alle schon in der alten Folge vorgelesen. Ta-la-la-la-la. Da-da-da-da-da. Hm. Ach, hell no. Machen wir mal Rezepte. Zerfetztes Fleisch.
Huiuiuiui. Bitte lasst mich das hier überstehen. So, meine Freunde. Ihr seht, was da vorne rumlungert. Ich freue mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Bewertet den Part. Lasst einen Kommentar da. Was haltet ihr von der neuen Rüstung? Lasst ein Like da, ein Abo. Guckt auf meinen Channel vorbei. Gibt genug Videos, die man sich angucken könnte. Und ich sage, nimm den LP, sagt der Langweiler D. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.